Müssen wir halt wirklich einfach von hier noch mehr Kohle holen. Denn ist ja nichts mehr. Hier ist aber, nehme ich mal an, dass es so Gold ist oder so. Hier gibt es ja auch noch, nee, das ist das. Ist Öl. Da ist noch ein bisschen Kohle, aber es sind nur zwei Stück. Ist auch nicht so geil. Man kann überlegen, dass man das hier mit rein macht. Der das dann mit rüber fährt, aber wie immer ist das nicht so einfach. Kommt gerade. Lass ich da mal so. Bräuchte ich noch als Schienchen. Natürlich nicht so lang. Muss ja instant nach oben gehen. Aus dem, rausgedrückt aus dem, war ich auf einmal im Windows. So. Perfekt. Dann könnte man hier bestimmt die anderen dann anschließen. Das will ich jetzt noch machen. Mein Handy hat auch schon gerade gesagt, na, bald ist Feierabend. Dann ist Schicht im Karton. Tenji, hast du dir überlegt, warum so ein Roboter-Beladebuch 10 Arbeitsplätze hat? Warum ein Roboter-Beladebuch 10 Ablageplätze hat? Nee, habe ich mir nicht überlegt. So, weiter geht's. So, also hatte ich schon am Anfang. So, jetzt aber. I need more Öl. Und hier ist ja mal ganz krass. Hier ist ja sogar noch Eisen. Soll man denn das alles so trennen, ey? Macke. Die Karten sind, glaube ich, immer die gleichen, ne? Das wird jetzt nicht irgendwie. Also zumindest glaube ich das nicht. Dass die jetzt irgendwie großartig. Soll ich das direkt rüberfahren? Oder einen Extrazug machen, der hin und her fährt. Eigentlich wäre ein Extrazug natürlich das Effektivste, aber wir haben doch kaum was drinne. War ich irgendwie zwei Gleise oder so? Zwei oder drei Anhänger, dann müsste das doch locker wieder drin sein. Hab das. Nein. Das Übliche halt. Wie immer. Ich könnte auch dahinter lang fahren. Huch. Ja, wenn, dann müssen wir nach oben. Müssen wir jetzt natürlich auch nach oben fahren. Tutu, tschakka, 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 tschakka. So. Und sehr gut. Was weiß ich? 5 Stück. Hier müssen wir natürlich noch ein bisschen verlängern. Dann brauchen wir noch a little bit Strom. Damit. Also man ist aber auch wieder übelst konzentriert bei diesem Spiel. Kommt gar nicht dazu, den Chat zu gucken.
So. Noch Lutschi-Dinger. Auch noch machen. Sehr gut. Dünn, dünn, dünn macht mein Handy. Ich weiß, man könnte noch höher fahren, aber irgendwie finde ich das zu hoch irgendwie krass. Ja, Level 3 wird wahrscheinlich noch schneller sein, aber irgendwie habe ich... Sieht so kacke aus, wenn die so riesengroß sind. Selbst das finde ich schon kacke. Ich finde es halt schade, dass man die nur schneller werden, wenn man die hochbaut. Hätte ich einfach ein Upgrade machen können oder so. Apropos Upgrades. Was haben wir denn hier noch? Na, Lieferzeit halt. Was ist hier Geschwindigkeit? Ja, hier gibt es noch Geschwindigkeit. Ah, der oberen Etage. Ach so, der obersten Etage nehme ich mal an. Hier habe ich auch was falsch gemacht. Okay, das war nicht so geplant. Na gut, dann wird er halt das... Ja. Ja, der hat das aufgesaugt. Schiert. Was könnte man denn noch machen? Wagengeschwindigkeit, das haben wir schon. Hier könnte man mehr Wagen machen, mehr Greifarme. Das wäre schon was Schönes. Und hier gibt es auch Zugintervall, den haben wir noch nicht freigeschaltet, den Zug. Wahrscheinlich müssen wir eher hier in die Richtung arbeiten. Wenn du willst, dass die schneller sind, musst du Goldschienen bauen mit Redstone Power. Hat er jetzt das reingemacht? Hat er das jetzt gemacht? Oh, der hat den eigentlich entladen. Scheiße. Shit. Lade das gefälligst. Reicht das? Don't think so. So. Oder meinen die damit einfach die obere Etage, nicht die oberste, sondern die schon obere. Wieder ein neuer Abonnent. Willkommen auf der noobigen Seite von Twitch. Ich habe einen Emote bekommen. Ach, das geht ja doch auf dem Handy. 15 Emotes geteilt, ja geil. Ja, danke. So. Cool. Hat er das jetzt hingehauen? Ich habe gerade nicht geguckt. Ja. Ja, danke, Max, für dein Abonnement. Klingt merkwürdig. Ist auch so. Aber guck mal, hier ist echt jetzt doch ein bisschen voller. Gut. Der bringt hier seine zwei Kisten hier hinter. Das macht jetzt hier das wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie fett. Ja. Die zwei Kisten mehr. Ist ja ganz süß. Hier wird immer dicker. Wie sieht es mit dem hier aus? Der ist aber auch voll beladen hier. 1, 2, 3, 5 Stück. Hier wird auch immer voller. Sand. So. Aber ansonsten gibt es ja erstmal keine Upgrades mehr. Lol. 25 Emotes geteilt? Hä? Alter, ach so, das war jetzt noch... Ach so, das war jetzt noch Dings. Lol. Alter, das waren jetzt noch 500 Yen, oder? Sehe ich das richtig gesehen? Krass. Danke, Mann, für die 500 Yen. Und 25 Emotes? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe das immer noch nicht verstanden mit den Emotes verschenken, so. Muss man dann extra Geld zahlen? Oder kommt das einfach so? Was habe ich denn überhaupt bekommen für ein geiles Ding? Ich habe einen Schneemann bekommen. Geil. 1500 Yen? Oh shit, hab ich gar nicht gesehen. Da steht Schierwahl. 1100. 1500 Yen. Fuck. Da gibt's so Weihnachts-Emotes, gibt's jetzt. Krass, Leute. Nice, danke. So, ist ja ein wunderschöner Abschluss, mehr oder weniger.
würde eigentlich weitermachen, aber ich würde schon gerne mal wieder pünktlich Schluss machen, beziehungsweise, ja, schade, kann ich gar kein Rocket League mehr spielen heute. Geil. Keiner. Du kannst alle Ressourcen reinklatschen. Alle Ressourcen. Dum 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 dum. Dum 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 dum. So, des Zuges, ja, logisch. Ich brach mir gerade einen Zander. Was? Wann geht's weiter? Gute Frage. Ich denke, dass wir vielleicht Donnerstag weitermachen können. Ich habe so wenig Zeit in den Streams. Was sind denn schon 8 Stunden in so einem Spiel? Nicht! Nicht. Der Sonntag ist komplett weg. Der Donnerstag wird auch weg sein dann. Ich wollte ja noch Moonlighter weiterspielen. Pine eventuell. Krank, ey. Einfach nur krank. Guck mal hier. Der Zug ist viel zu kurz. Die Schiene meine ich. Oh, danke für den Follow, Matt Skyper. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Sehr gut. Das jetzt, okay, jetzt ist der Zug vielleicht doch ein Tick schon zu lang. Oh, er kriegt schon gute Geschwindigkeit da oben. Aber ist sie jetzt schneller als... Warte, wir gucken mal ganz kurz bei der Hilfe nochmal nach. Kurz reingucken. Wagen bewegen sich schneller auf den höheren Ebenen. Da steht nicht, dass es die höchste Ebene sein muss. Steht nur auf den höheren Ebenen. Oh, der ist auch ziemlich auch noch voll. Das Maximum eigentlich an Zügen? Ja, 22 Waggons, krass. 22 mal 4, Leute. 22 mal 4, das ist ja richtig viel, ey. Das ist ja nur Eisen. Wenn ich so viel Kohle hätte. Also so ein Kohlezug, der so groß wäre. Hier, Eisen ist einfach übelst voll. Lol. Könnte ich hier vielleicht so eine... Da kann ich, glaube ich, nicht drüber bauen. Kann der überhaupt alles entleeren? Ist der überhaupt lang genug? Okay, lang genug wäre auf jeden Fall. Zweite ist nur, dass die sich später nicht kreuzen. Ach so, ach so. Ja, dann ist das ja schon gut, dass wir das so ja haben. Ja, aber Kohle kommt jetzt schon gut rein, so. Jetzt müsste ich vielleicht nur mal hier diesen Zug verlängern, statt 2 dann vielleicht mal 4 machen, wenn die ausgeladen werden. Ja. Trotzdem, die Kohlefabrik, die braucht irgendwie mehr Unterstützung. Ansonsten, ich glaube, eine Sache können wir noch freischalten. Vielleicht endlich mal den Kombinator. Einfach mal, weil wir es jetzt haben hier. Ich glaube nicht, dass wir unseren Rekord jetzt noch brechen. 8,7, 9 wäre geil. Wir sind aber 8. Okay, komm. Den Monat können wir noch durchhalten. Vielleicht schaffen wir es ja, auf die 9 zu kommen. Ich glaube es zwar nicht so, aber wäre schon geil. Warum baust du eigentlich nicht die Knickis 1 höher? Knickis. Ach so, du meinst die Dinger. Ja, weil die so kacke sind zum Hochbauen. Ich will nicht hochbauen, direkt wieder unterbauen. Ich gehe stark davon aus, wenn die jetzt ganz oben hängen, brauchen die auch länger, um nach unten zu greifen. Und? 8,6.
Oh ne, der. Oh, da hat jetzt ein neuer Mond. Oh, wir haben noch einen ganzen. Na. Ah, nicht geschafft. Nicht geschafft. Shit. Wäre schon geil gewesen. Wäre schon nice gewesen. Nee, nur zum Beschleunigen der Strecke meinte ich, wenn du länger hast. Ja, also klar, hier könnte man das vielleicht irgendwie versuchen zu machen, damit die schneller sind beim Eisen. Ihre Theorie, aber guck mal, die sind, das ist eh gerade voll gewesen gerade. Leer gefahren, voll gefahren. Natürlich nicht so optimal. Vielleicht müssen wir langsam mehr Exportierungswagen bauen. Upgrades gibt es ja in der Hinsicht nicht. Da haben wir ja schon hier Minus gemacht. Alles. Oder gibt es hier irgendwas, was ich übersehen habe? Aber ein Zug wäre nicht schlecht, mal zu haben. Ah, da müssen wir ein paar Stahlplatten machen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Ja, es wird mega knapp. Also ich glaube, 9, ah, da muss es schon sehr gut laufen gerade. Wenn genug nachgeliefert wird, dann kann es natürlich mal klappen, aber ich glaube, in der Regel wird es nicht so leicht werden. Wie der einfach voll rumfährt. Ja, ich finde, grafisch sieht das schon ganz schön aus, muss man sagen. Ja, wir haben ja jetzt, wir können ja jetzt auch mehr Knickis in die Hand nehmen. Da sind ja auch mehr drauf mittlerweile, 16 statt 12. Also eine dritte Straße. Wollen wir noch eine schnell hinmachen? Komm, eine können wir noch machen. Komm, die kriegen wir doch locker hin, Leute. Gut, wir müssen jetzt alles noch ein bisschen umbauen. Es wird aber knapp hier. Ich glaube, das klappt nicht. Ach, shit. Das ist ja zum Kotzen. Das ist ja zum Kotzen. Oder ich muss... Ah, da müsste ich aber alles umbauen. Wenn ich jetzt sage, hier, ich verschiebe das einfach alles. Boah, ist aber auch nicht so geil. Ja, guck mal, die Trucks sind beladen und der hat immer noch was immer in der Hand. Der hat immer noch was in der Hand, weißt du? Dementsprechend wäre schon gut, noch ein paar Trucks zu haben, aber... Ich mach, glaube ich, den hier weg und mach hier die zwei dran. Wir einfach mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie noch auf unsere Dings zu kommen. Unsere 9000. So, muss ich jetzt ein bisschen umbauen. Ah, das fliegt mal ein bisschen weiter. Geht noch. So. So. Schnippel die Schnipp. So eine kleine Operation ist das bloß. Tut gar nicht weh. Gucke. Schon erledigt. Drüben das gleiche. Ganz feine kleine Operation. Fang hier an. Shit. Da bin ich verrutscht. So.
ist natürlich auch ein längerer Weg, den die jetzt zirkulieren, sozusagen. Dann, ja, man kann ja noch mehr Greifarme reinbauen. Sagst du, mach erstmal so. Nicht ideal, aber könnte erstmal reichen. Meinst du es mit nicht ideal? Du meinst jetzt, weil nicht drei Ladebuchten hier drüben sind. Gerade Strecke hoch vielleicht? Was? So, da wartet noch ein paar Autos auf ihn. Dim, 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 dim. Jetzt sind sie wieder komplett voll geladen. Jetzt warten sie auf den ersten. Das ist der da, oder? Ne, der ist noch durch. Aber der wird jetzt auf jeden Fall voll gemacht jetzt schnell. Hoffe ich doch. Kommt natürlich schon der nächste. Wird auch beladen werden. So, einer weg. Wird das mal aufgehoben, wieder ein bisschen was. Komm, wir können uns aber bestimmt noch einen leisten hier. So. Vielleicht warten wir noch einen Monat ab. Denn ich weiß gar nicht, ob man aus den zweiten Ebenen heraus laden beladen kann. Weiß ich auch nicht. Aber wenn, dann wird auf jeden Fall der Ladeweg nach unten länger dauern. Und der nach, also das Hoch- und Runterschieben, das dauert ja mal am längsten bei denen. Und wenn dann der Weg noch länger ist, ja, natürlich nicht so geil. Weil das Bewegen, das ist ja so schon schnell. Guck mal, das ist ja nicht so langsam. Ja, ich könnte jetzt hier versuchen, jetzt noch das Ganze nochmal weiter nach oben zu ziehen. So, dann müsste ich hier so eine Stange reinmachen. Dann geht es kurz hoch und geht direkt wieder runter. Ob das sinnvoll ist? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann es gerne mal machen. Es ist natürlich trotzdem noch ein kleines Stück Optimierung. Aber es ist halt trotzdem sehr ja, eng. Kurz, so. Muss man ja trotzdem sagen. Eng ist auf jeden Fall. Ich glaube, beim Hochfahren verlieren die ja keine Geschwindigkeit, hoffe ich. Da sollte das ja theoretisch machbar sein. Weiß ich natürlich nicht. Ja, machen wir was. So. 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 Das sieht ja merkwürdig aus. Jetzt geht's übelst ab. Sind die jetzt wirklich schneller gewesen? Eigentlich ist es jetzt, die sehen nicht, also bei, ich weiß, bei den Zügen ist es so, da muss ein gewisser Prozentsatz scheinbar vom Zug oben sein, damit die schneller sind. Wenn hier nicht schneller geht, dann ist es sogar langsamer, weil sie eine Diagonale überwinden müssen. Das heißt, die Strecke wird länger. Die sind nicht schneller, aber die Strecke wird länger. Theoretisch sind sie jetzt langsamer. Sieht aber schön aus. Kann man genau sehen, was da jetzt beladen ist und was nicht, aber im Prinzip ist die Strecke jetzt, wie gesagt, länger. Nee, die sind vielleicht nicht langsamer, aber die Strecke ist halt länger. Ich weiß nicht, ob das Spiel das einkalkuliert, die Schräge. Das kann ich natürlich nicht sagen.
Kann auch sein, dass die einfach nur die XY-Achse von der Map, die flache Map, einfach verwenden und dann dementsprechend die Geschwindigkeit auch schneller machen bei der schrägen einfach. 8-1. Los, los, komm, 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 komm. Na los, noch mehr, noch mehr, noch mehr. 8-3. Acht, vier. Los, ihr Autos, fahrt alle durch, schnell. 8-5. Bloß noch eine halbe Woche. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. 8-7. 8-7-6. Der Rekord ist auf jeden Fall gebrochen. Die scheiß lernen LKWs bremsen meine Voll-LKWs aus. Das ist nicht geil. 8-8. Und das war's. 9! Geil, wir haben es geschafft. Wir haben echt noch 9 erreicht. Wir können das ja erforschen. Und das war's. Weil das können wir nicht erforschen. Kostet auch 500. Aber wir können die Verbinder freischalten. Nice. In sich sieht das auch gar nicht mal. Sieht nicht so schlecht aus. So sieht aus wie so ein Dach. Und deswegen werde ich das hier auch nochmal einbauen. Wir haben es ja geschafft. Genau 9 Tonnen. Warte kurz, bis das hier durch ist. Achso, ist ja schon durch. Ich werde das hier auch noch einbauen. Das sieht dann aus wie so ein Vordach. Musst du dann mit den Gedanken halt verbinden. So einfach ist das. Ja, wie so ein Dach. Das hier hinten ist halt eine kleine Tankstelle und hier ist halt eine große Tankstelle. Aber nächste musste mal Beladegeschwindigkeit dir anschauen. Was denn für Beladegeschwindigkeit? Hier gibt's doch gar nicht. Ladegeschwindigkeit. Meinst du das hier? Ist das Beladegeschwindigkeit? Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Man sieht's nicht mehr. Also wie lange stehen die LKWs, bis sie beladen sind? Ach so. Ja gut, ist aber schwierig. Was würdest du machen? Guck mal, die kommen voll an. Problem ist natürlich, die werden halt manchmal, die müssen halt auch was aufheben. So, deswegen wird das halt hier ein bisschen länger dauern manchmal. So. Aber manchmal jetzt zum Beispiel, der ist einfach sofort so schnell beladen, wie es halt geht. Schneller geht es halt einfach nicht. Jetzt muss halt wieder Sachen aufgehoben werden. Guck mal, das Eisen ist aber tatsächlich... Obwohl, doch, hier ist man nicht voll zurückgefahren. Dabei fährt der ja aber voll zurück, der Kohle-Dings. Also wir haben eigentlich genug, teilweise, fahren die halt hier voll wieder zurück. Einfach zwei Strecken von den Bahnen hin, dann sieht es aus wie ein Dach, auch wenn sie keine Funktion haben. Ach so. Müsste dann hier so oben sein. Das Problem ist halt, die ziehen halt auch sowas durch die Mitte. Ist das überhaupt an der Stelle, wo es sein muss? Nee. Hä? Ey, ist es anders als hier? Oh, das ist hier hinten länger gezogen. Oh. Ja, gut. Sogar eine Ecke mit drin, hä? Naja. Vielleicht, wenn ich die Ecken hier mit reinmachen würde, bewusst reinmache.
Fällt vielleicht nicht so auf. Hier fällt es nicht so auf, dass es nicht ganz hinhaut. Diebisch. Ah ja, beim nächsten Mal können wir auf jeden Fall mal schauen, wie man das am besten planen. Obwohl, eine Sache möchte ich trotzdem gerne anschauen, und zwar haben wir ja jetzt diese komischen Untergrunddinger da bekommen. Wo auch immer die jetzt sich verstecken. Oder haben wir den Kombinierer? Ne, den haben wir nicht geholt. Das ist ja eigentlich Wasserrohr. Achso, das ist Wasserrohr. Hier, Verbinder. Stellt eine direkte Verbindung zu einem Container in derselben Fabrik her. Der Container muss auf eine passende Farbe eingestellt sein, um die Verbindung herzustellen. Nur ein Behälter pro Fabrik kann auf eine bestimmte Farbe eingestellt werden. Also das ist dann wahrscheinlich der Behälter. Dann könnte ich jetzt so machen. Und dann könnte ich einfach sagen, hier zum Beispiel. Und der muss ja, glaube ich, rauspumpen. Also mache ich mal so. So, nehmen wir hier sowas. Space. Und dann nehmen wir sowas, aber andersrum. Dann müsst ihr das doch theoretisch rüberpumpen jetzt. Oder muss der Behälter wirklich die Farbe kriegen? Da ist die Anschlussfarbe. Ah, okay. Ah, guck mal, jetzt wird rüber gepumpt. Kann ich das jetzt hier auch nochmal machen? Weil dann könnte man alle drei immer gleichmäßig halten. Dann muss man auch nur noch einen Behälter... Da muss... Ah, nee. Du kannst immer nur einen Behälter so nennen. Hey, der hat's... Hat er sie jetzt aufgepumpt wegen... Ja, weil er selbst was rausgeholt hat. Ah. Okay, der pumpt das auf jeden Fall hier rüber. Aber man kann leider nicht mehrere anschließen, dass es dann heißt, die pumpen sich gegenseitig dann immer... Gleichen sich aus. Das wäre geil. Oder brauche ich das hier gar nicht? Warte mal. Brauche ich das hier überhaupt dafür? Oder wird das direkt in den Container gepumpt? Na, warte, ich mache mal das hier aus. Ja, es wird direkt reingepumpt. Braucht man gar keinen Anschluss für. Ja, wird direkt... Ja. Das heißt also, ich könnte von hier quasi jetzt... Nee. Aber einen großen in viele kleine. Nee. Der kriegt das ja. Der pumpt das ja nicht raus. Er kriegt es. Das heißt, ich könnte hier... Wenn ich jetzt einen ganz großen hätte, den ja zum Beispiel... Alter, das ist übelst voll. Wenn ich den großen hätte. Und dann mache ich da hier so... So ein Farbending dran. Ist das, hat das überhaupt was damit zu tun mit dieser Farbe? Dieser Verbinder hier eigentlich. Muss ja irgendwie. So, und wenn ich diese Farbe dann habe, dann pumpt er das ja nur in einen Container rein. Ja, ja, nur in der Halle, ist schon klar. Aber das, die Farbe beim Container bedeutet ja, ich bekomme es. Oder... Wartet mal. Wenn ich jetzt sagen würde, du da... Pumpst raus. Also die Richtung. Dann wird der wahrscheinlich alles einfach nur alles abgeben, oder? Ah, der gibt alles ab. Oi. Das ist natürlich nicht schlecht. Außerhalb der Fabrik geht es ja leider nicht. Dann wird er wahrscheinlich direkt rummeckern, ja. Interessant. Problem ist natürlich, ich wollte ja hier gerne noch mehr von den Fabriken vielleicht noch reinquetschen. Ich weiß halt noch nicht. Interessant.
Ha. Müssen wir beim nächsten Mal schauen, was wir damit am besten machen. Also wir könnten, wie gesagt, einen großen Container machen. Da kommt, man kann ja dann die Züge theoretisch alle dort einladen lassen. In der Theorie. Und dann alle hier verteilen lassen, schön. Weil man muss ja noch nicht einmal mehr verteilen. Man könnte dann einfach sagen, hier, diese extra Container brauchen wir ja dann gar nicht mehr. Einfach direkt hier anschließen, falls das geht. Direkt anschließen. Ich glaube, das geht ja nur damit. Ich glaube, man braucht ja sowas hier unbedingt, oder? Oder zählt... Warte mal, das müssen wir testen. Auch wenn ich... Machen wir kurz so. Irgendwann müssen wir aufhören zu arbeiten. Dann haben wir hier, der stopft das ja raus. Beziehungsweise... So. Nee, du brauchst ja sowas. Sonst weiß ja, glaube ich, gar nicht, was er damit anfangen soll. Warte mal, jetzt habe ich ja hier auch noch so ein Ding drin sitzen. Moment. So. Der arbeitet ja immer noch. Oh, lol, der hat noch auf. Nee, aktive Kisten hat er bloß. Der hat ja so viele aktive Kisten, Alter. 30 Stück. Müsste nicht irgendwann mal aufhören? Was hat der für ein riesiges internes Lager? Oder macht der jetzt... Ach, der macht leere Kisten. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Nee, es geht so nicht. Na gut, dann hat man jetzt keinen Platz gespart oder so. Weil ich müsste jetzt hier sowas machen. Und dann nochmal so ein Pumpending. Das kann ich hier drüben ja dann nicht mehr machen. Aber es funktioniert. Von dem da rein. Also Platz sparen wird es nicht. Aber vielleicht kann man halt alles mehr zentralisieren. Mal ein so ein... Guck mal, das Lager ist echt voll einfach. Bräuchten vielleicht... Hey, der hat doch... Der kann die vier gar nicht einladen. Mach ich gleich noch. Aber erstmal hier nochmal ein bisschen bereinigen. Aber cool. Auf jeden Fall. Coole Sache. Das werden wir uns dann nochmal genauer anschauen. Weil dann kann man so eine Fabrik bauen, wo hier zum Beispiel sagt, Eingang. Eingang Kohle, Eingang Eisen. Und dann kann das einfach hier komplett verteilt werden überall, da wo es hin muss. Schon cool. So, jetzt hier eine Sache noch testen, nochmal gucken, ob das machbar ist. Und wie hier so rumzufahren, geht natürlich nicht. Natürlich doof. Ah, schon geil, die Dinger. Oh. Bin jetzt bei einer Viertelmilliarde. Milliarde. So. Ja, vier Stück. Dann wird da wenigstens ein bisschen was dahinter gebracht. Aber die sind aber auch alle richtig gut versorgt hier gerade, ne? Jetzt wird wahrscheinlich dann demnächst wieder das Problem einfach nur sein, Abtransport. Den müssen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall kümmern. Hier mal ganz schnell alles noch einkassieren. Ja, wieder komplett übergelaufen. Shit. So. 555, da können wir gleich noch das hier machen. Den Combiner, Kombinator. Dann können wir beim nächsten Mal auch anfangen mit den Stahlplatten, Leute. Mit den Stahlplatten. Gut. Dann... Bis zum nächsten Mal.